So, ich würde sagen, wir können starten. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Web-Talk. Mein Name ist Sonja Arment. Ich freue mich, Sie alle im Namen der Friedrich-Naumann- und der Reinhold-Meyer-Stiftung zu begrüßen. Dann auch ein herzlich willkommen an unseren Kooperationspartner, den Ostasiatischen Verein. Schön, dass Sie hier mit dabei sind. Und hier im Bild sehen Sie auch schon unsere Referenten und Referentinnen für den Abend, die ich Ihnen gleich auch vorstellen werde. Heute geht es um chinesisch-amerikanische Rivalitäten im Pazifik unter der Schlagzeile geopolitisches Ringen um Einfluss. Das diskutieren wir gleich genauer. Zuvor möchte ich aber gerne noch ein paar Sätze zur Friedrich-Naumann-Stiftung sagen, für diejenigen, die vielleicht das erste Mal bei einer unserer Veranstaltungen dabei sind. Die FNF ist eine liberal orientierte Stiftung, die sich stark für die Werte Freiheit und Verantwortung in unserer Gesellschaft einsetzt. Und dies machen wir zum Beispiel durch Formate wie heute, heißt Web-Talks, aber auch Workshops, Seminare, Podiumsdiskussionen, sowohl live als auch virtuell in ganz Deutschland und zu den unterschiedlichsten Themen. Und dazu haben wir heute halt einen Web-Talk mal. Und dafür möchte ich Ihnen gerne, wie versprochen, unsere Gäste für den Abend vorstellen. Zuerst unsere Diskussionsteilnehmer. Fangen wir an mit Hanna Gers. Sie ist Forschungsassistentin bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Schön, Sie willkommen zu heißen. Als nächstes Dr. Charles Martin Schiels, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Institut für Entwicklungspolitik. Auch willkommen an Sie. Und Herr Oliver Hasenkamp, er ist Vorstand im Pazifiknetzwerk. Willkommen, Herr Hasenkamp. Die Diskussion wird moderiert von Journalistin und Autorin Angela Kückritz. Willkommen auch an Sie. Sie sehen aber auch noch eine vierte Person hier im Bild, Charles de Vinage. Er ist Leiter des Asienreferats der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, an den ich jetzt auch sehr gerne für ein kurzes Grußwort übergeben möchte. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite, sehr verehrte Damen und Herren. Ich heiße Charles Vinage, das wurde bereits gesagt. Es ist mir eine besondere Freude, heute Abend hier dabei sein zu können und einige Worte zur Begrüßung zu sprechen. Denn die Situation ist ernst. Wie auch bereits im Einleitungstext zur Veranstaltung dargestellt, wächst der Einfluss Chinas in der Pazifikregion. Und das hat verschiedene Gründe. Zum einen ziehen sich die USA besser. Hat sich die USA in der Zeit von der Regierungszeit Donald Trumps zunächst aus der Pazifikregion zurückgezogen. Unter der Regierung von Joe Biden hat die US-Regierung versucht, wieder mehr Einfluss in der Pazifikregion zu gewinnen. Wir werden darüber noch wesentlich mehr hören. Warum ist das eigentlich wichtig? Wie der Titel der Veranstaltung so treffend umreißt, es geht um Geopolitik, also Einflusssphären, die eine wirtschaftliche, sicherheitspolitische und ökologische Dimension haben. Denn die Pazifikstaaten, die sich gegebenenfalls zwischen China und den USA das Beste heraussuchen können, sind langfristig in einer verzweifelten Situation. Der Klimawandel fordert gerade den kleineren Pazifikstaaten hohe Opfer ab. Inseln, Atolle werden überspült, Strände werden weggerissen, Existenzen vernichtet. Der Konflikt zwischen China und den USA ist auch in anderen Ecken und Enden Ostasiens spürbar. Ich will hier nur die Auseinandersetzung um Taiwan erwähnen. Mit Ausnahme Frankreichs und Großbritanniens, die noch koloniale, postkoloniale Besitzungen in der Region haben, können die Europäer bisher keine Vermittlungsrolle spielen. Für China sind sie irrelevant. Allein die USA wird als Wettbewerber wahrgenommen. Für uns heißt das, dass wir unsere Softpower stärker einsetzen. Also die Wirtschaft der Europäischen Union, die durchaus für China ein wesentlicher Markt ist. Und unsere Wirtschaftsbeziehungen stärker diversifizieren, damit wir uns nicht einseitig abhängig machen von China oder anderen autoritären Staaten, wie etwa in der Vergangenheit von Russland. Und unsere liberalen Ansätze? Da gibt es mehrere Ansätze und mehrere Faktoren, die hier hineinspielen. Ich will einfach mal drei nennen. Das eine, die Liberalen treten für die Gleichheit von Staaten ein. Hier geht es darum, die Interessen auch kleinerer Länder zur Geltung zu bringen. Dazu sind die Europäer inzwischen bereit und die USA in Zukunft vermutlich auch. Zweiter Punkt, die Freiheit des Seehandels und der Schifffahrtswege. Für die Europäer, die als Wirtschaftsmacht wahrgenommen werden, ist dies essentiell. Wir können aber nicht wie selbstverständlich davon ausgehen, dass die USA diese Seewege immer wieder schützen
ohne dass es eine europäische Gegenleistung dafür gibt. Das heißt im Umkehrschluss, wir müssen uns Partner, auch weitere Partner vor Ort, zum Beispiel unter den ASEAN-Staaten suchen, mit denen wir die Handelswege schützen können. Diese Partner finden wir auch unter den Pazifikstaaten. Dritter und letzter Punkt. Die Staaten in der Region, der Pazifikregion, die demokratisch verfasst sind, die unsere wertebasierten Ordnungen entsprechen, wollen wir als Liberale stärken und schützen. Dazu gehört auch ein Eintreten für die ökologischen Belange. Das aber kostet Geld und Kommunikation. Veranstaltungen wie diese dienen dazu, diese Kommunikation voranzutreiben, die berechtigten Ansprüche kleinerer Staaten des Pazifik deutlich zu machen und mitzuhelfen, Alternativen zu den Großmächten zu entwickeln. Ich wünsche uns gute Gespräche und viele Geschichten zum Nachdenken. Vielen Dank. Vielen lieben Dank. Gute Geschichten zum Nachdenken, das finde ich gut. Danke für die Einführung und den guten Einstieg. Sehr wichtig, um das Thema auch in den richtigen Kontext zu stellen. Ein weiterer Punkt von meiner Seite, bevor ich abgebe, und zwar ein organisatorischer Aspekt. Sie als Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind natürlich herzlich dazu eingeladen, Ihre Fragen zu stellen. Sie können sie über die F&A-Funktion mit uns teilen. Das ist ein kleiner Knopf in der unteren Zeile von Zoom, der sieht aus wie so eine Sprechblase, F&A heißt der, einfach da draufklicken, Frage reinstellen und unsere Moderatorin wird versuchen, sie in die Diskussion einfließen zu lassen. Nun, das war's von meiner Seite, liebe Frau Köckritz. Ich würde damit an Sie übergeben zur Moderation der Veranstaltung. Ja, ganz lieben Dank. Erstmal herzlich willkommen alle Zuschauer. Freue mich sehr, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind. Ich habe heute das besondere Vergnügen, dieses wunderbare Panel mit diesen tollen Experten zu moderieren. Nach dieser tollen Einführung muss ich ja gar nicht mehr so viel dazu sagen. Und jetzt wird Frau Gers uns erstmal einen kleinen Impulsvortrag geben, um noch so ein bisschen ja, weiter in dieses Thema einzuführen. Danach schließt dann die Moderation, also das Gespräch an. Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite und nochmal herzlichen Dank für die Einladung und die kurze Vorstellung und Einleitung gerade. Ich freue mich sehr, dass wir heute ein bisschen über die Pazifikregion sprechen und bin ebenfalls gespannt auf unsere Diskussion. Ich werde, wie erwähnt, jetzt einen kleinen Input geben und ja, so ein bisschen einen geografischen Überblick über die Region geben, aber auch einen geopolitischen und einmal schauen, was macht die Region denn eigentlich so interessant und wie und warum versuchen verschiedene Staaten, diese Inselstaaten, zu umwerben. Dazu würde ich einmal meinen Bildschirm mit Ihnen teilen und hoffe, Sie können den jetzt alle sehen. So. Genau, also wie jetzt vielleicht in der Einleitung von Herrn Dubinard schon deutlich wurde, ist die pazifische Inselregion in den letzten Jahren deutlich ins öffentliche Interesse gerückt. Und traditionelle Partner in der Region wie Australien, Frankreich und vor allem eben die USA befinden sich zunehmend im Wettstreit mit China um Einfluss in diesen Inselstaaten. Die Entwicklungshilfe ist dabei und deswegen auch der Titel dieser kleinen Präsentation zum Mittel der geopolitischen Einflussnahme geworden. Und ich würde einfach mal ganz von vorne loslegen mit einer Karte des Pazifischen Ozeans. Der nimmt nämlich ein Drittel der Erdoberfläche ein, also eine Fläche, die insgesamt größer ist als alle Kontinente zusammen. Und wenn man sich den Pazifik einmal anschaut, dann wirkt er auf den ersten Blick relativ leer. Man sieht viel Wasser. Das täuscht aber ein bisschen, denn tatsächlich befinden sich hier vor allem im südwestlichen Pazifik tausende kleinerer und größerer Inseln und insgesamt tatsächlich 14 souveräne Inselstaaten sowie zahlreiche Territorien. Und das sieht man auf dieser Übersicht hier ein bisschen deutlicher. Da sind einmal die Staaten und Territorien mit ihren jeweiligen Flaggen eingezeichnet. Allerdings sieht man hier nur die Landflächen, beziehungsweise sieht sie vielleicht nicht, weil sie sehr klein sind. Und noch deutlicher wird es vielleicht dann ein bisschen, wenn man sich stattdessen die ausschließlichen Wirtschaftszonen dieser Gebiete anschaut, also die Meeresgebiete der Länder.
Und das sieht man einmal auf der nächsten Karte hier in hellblau eingezeichnet. Und da wird jetzt nämlich ein bisschen deutlich, dass trotz der geringen Landflächen dieser Gebiete, dass es sich um wirklich riesige Meeresgebiete handelt. Man spricht deswegen von den Pazifikstaaten nicht unbedingt ja, als, ich sag mal, kontinentale Länder, sondern von ozeanischen Staaten, beziehungsweise wird die Region auch als blauer Pazifik und damit als ozeanischer Kontinent bezeichnet. Die Inselwelt ist dabei in drei Subregionen unterteilt, und zwar Melanesien, Polynesien und Mikronesien, wie hier auf der Karte eingezeichnet. Und obwohl diese Unterteilung noch aus kolonialen Zeiten stammt und zum Teil anhand rassistischer Kriterien getroffen wurde, ist sie eigentlich auch heute noch relativ geläufig. Dazu muss man aber einmal ganz deutlich sagen, und das möchte ich auch gerne hier einmal an den Anfang stellen, dass es wirklich eine riesige Fläche ist, ein riesiges Gebiet und dementsprechend in der Region eine wirklich sehr große sprachliche, ethnische, kulturelle und auch politische Diversität herrscht. Das heißt, es ist eigentlich überhaupt nicht möglich, diese Länder jetzt anhand oberflächlicher Kriterien zu gruppieren. Und vielleicht als Disclaimer für heute Abend, also ich glaube, das wird jetzt leider auch in dieser Stunde, die wir heute Abend haben, nicht möglich sein, wirklich die ganze Breite der Dynamiken und Interessen der Region hier abzubilden. Als Folge des Kolonialismus verfügen bestimmte Staaten heute noch über Einflusszonen in der Region. Es wurde am Anfang ja kurz erwähnt, Frankreich zum Beispiel und die USA über Überseegebiete. Und einige der Inselstaaten haben auch heute noch besonders enge Beziehungen zu bestimmten Gebieten, bestimmten Staaten, zum Beispiel durch Assoziierungsvereinbarungen. Tatsächlich, was auch nicht unbedingt jedem bewusst ist, war auch Deutschland Kolonialmacht im Pazifik. Im späten 19. bis ins frühe 20. Jahrhundert verfügte es über mehrere Gebiete. Und vielleicht soweit erstmal zur Geografie der Region. Denn jetzt ist es so, dass trotz dieser eigentlich traditionell sehr engen Beziehungen zu den Inselstaaten viele westliche Partner die Region in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, kann man eigentlich sagen, sehr stark vernachlässigt haben. Und diese Region ist gewissermaßen ein bisschen in Vergessenheit geraten, zumindest hierzulande. Und ja, mit den letzten Jahren sieht man, dass das Interesse jetzt wieder rasant ansteigt. Und Herr Hasenkamp, Sie haben zum Beispiel in diesem Zusammenhang von der Neuentdeckung des Pazifik gesprochen. Und diese Neuentdeckung, die hat vor allem zwei Gründe. Zum einen ist das, dass China die eigenen Beziehungen in die Region wieder stark ausgebaut hat, beziehungsweise überhaupt ausgebaut hat. Die Region ist nämlich sehr interessant für China, nicht nur, weil sie über reiche Fischgründe und wertvolle Rohstoffe wie zum Beispiel Tropenholz und Nickel und Kobalt verfügt, sondern auch, weil sie sehr strategisch günstig gelegen ist. Außerdem verfügen die Inselstaaten zusammengenommen über ein recht starkes Stimmgewicht in multilateralen Organisationen, zum Beispiel den Vereinten Nationen. Und dort ist es nämlich so, dass jedes Land jetzt unabhängig von der Landfläche und Einwohnerzahl, die im Pazifik nun mal häufig sehr gering sind, über eine Stimme verfügt. Das heißt, ja, es ist immer ganz, ganz praktisch, diese Länder auf der eigenen Seite zu haben, sage ich mal. Außerdem versucht China im Pazifik zu verhindern, dass Staaten offizielle Beziehungen zu Taiwan unterhalten. Taiwan sieht es nämlich bekanntermaßen als chinesisches Gebiet an. Und das heißt, indem China eben versucht, die Beziehungen mit diesen Ländern und den eigenen Einfluss auszubauen, erhofft es sich natürlich erstmal wirtschaftliche Vorteile, aber auch strategische und politische im Wettkampf mit den USA. Der zweite Grund aber, warum die Pazifikregion gerade so im Fokus steht, ist der Klimawandel. Bei vielen der Inseln handelt es sich nämlich um sogenannte Atolle, also sehr niedrig liegende Landflächen. Und die sind akut von den Folgen des Klimawandels bedroht. Also nicht nur durch den steigenden Meeresspiegel, sondern auch durch die Versalzung der Meere, die Überfischung der Meere und tropische Stürme. In den letzten Jahren sind einige der Pazifikstaaten daher vermehrt durch ihren Klimaaktivismus aufgefallen und sie fordern immer wieder, dass die reichen und viel emittierenden Länder im Kampf gegen den Klimawandel mehr tun.
Zum einen im eigenen Land, aber zum anderen auch in der Klimafinanzierung dieser Länder. Denn obwohl die Inselstaaten eigentlich selber wirklich einen verschwindend geringen Beitrag zu den globalen CO2-Emissionen beisteuern, sage ich mal, sind sie doch sehr stark überproportional von den Folgen dieser Emissionen betroffen. Und selber verfügen sie eben nicht über die finanziellen und personellen Kapazitäten, um in der Minderung des Klimawandels und in der Anpassung an ihn wirklich ja, eigenständig erfolgreich zu sein. Das heißt aber nicht, dass die Pazifikinseln jetzt in so einer reinen Opferrolle sehen. Im Gegenteil, also sie lehnen dieses Narrativ der sinkenden Inseln eigentlich strikt ab und nehmen stattdessen eine wirklich ja, vorbildliche Vorreiterrolle im Kampf gegen den Klimawandel ein. Die Folge dieser beiden Entwicklungen ist jedenfalls, dass die Staaten heute wieder deutlich interessierter an der Region sind und wieder deutlich mehr in ihre Beziehungen investieren. Und die Inselstaaten selbst sind sich natürlich bewusst, dass das auch beziehungsweise vor allem die Folge des chinesischen Einflusses ist. Sie möchten dabei nicht in diese geopolitischen Rivalitäten verwickelt werden und sich weder auf die Seite der USA noch Chinas stellen. Denn die Sorge vor einer Militarisierung in der Region ist ja, vor Ort relativ groß. Sie betonen deswegen immer wieder, dass es eben nicht um diese geopolitischen Spielereien in Anführungsstrichen geht, sondern dass der Klimawandel das größte Sicherheitsrisiko ist. Und damit ist dieses vermehrte Interesse und die damit einhergehende Entwicklungshilfe erstmal grundsätzlich etwas Positives für diese Staaten, denn wie schon erwähnt, sind sie auf Hilfen angewiesen und können so eben zwischen Partnern auswählen und auch selber Vorteile daraus schlagen. Diese Hilfen und dieses erhöhte Interesse führen aber eben auch dazu, dass die Gefahr droht, dass die Länder eben ja zum Spielball mehr oder weniger der mächtigeren Länder werden. Und häufig ist es in der Vergangenheit so gewesen, dass die, wie schon angesprochenen, sehr diversen Interessen der Länder, vor allem von marginalisierten Gruppen, ziemlich wenig zur Sprache kamen und wenig Beachtung bekommen haben. Momentan ist die Entwicklungshilfe noch in erster Linie bilateral. Es gibt relativ wenig Koordination zwischen den verschiedenen Partnern. Und ja, damit einmal vielleicht die Überleitung zu ein paar konkreten Zahlen zur Entwicklungshilfe. Die lag zwischen 2008 und 2021 bei insgesamt 40 Milliarden US-Dollar. Und die Pazifikregion ist damit eine der am stärksten von Entwicklungshilfe abhängigen Regionen der Welt. Infolge der Corona-Pandemie erreichten diese Hilfen 2022 einen Höhepunkt von 4,8 Milliarden US-Dollar. Und dazu muss man aber sagen, dass ein großer Teil dieser Hilfen in Form von Krediten gewährt werden. Das heißt, sie müssen zum Teil teuer zurückgezahlt werden. Und der größte Entwicklungshilfezahler ist dabei Australien. Allein 40% der Entwicklungshilfe entfallen auf Australien, gefolgt von China mit 9%, Japan, Neuseeland und den USA. Und dazu dann noch einmal kurz zu den einzelnen Ländern Übersichten. Chinas Einfluss ist, sage ich mal, der am deutlichsten gestiegene im letzten grob Jahrzehnt, denn die Entwicklungshilfe Chinas ist häufig sehr schnell verfügbar und vor allem gut sichtbar. Im Rahmen der Belt and Road Initiative, beziehungsweise besser bekannt unter der neuen Seidenstraße Chinas, investiert es nämlich vor allem in Infrastrukturprojekte wie zum Beispiel Straßen und Häfen und ja, dementsprechend in Projekte, die immer eine große Außenwirkung haben. Es wird aber immer wieder befürchtet, dass diese Projekte auch militärischen Zwecken dienen könnten und teilweise wird auch die Sinnhaftigkeit dieser Projekte angezweifelt. China wird außerdem vorgeworfen, Regierungsinstitutionen zum Teil zu umgehen und durch die Korruption von Eliten in den Pazifikstaaten Einfluss zu üben. Das kennt man vielleicht aus Chinas Entwicklungshilfe in Afrika, aber auch im Pazifik wird im Zusammenhang mit Chinas Entwicklungshilfe häufig von der sogenannten Scheckbuchdiplomatie und einer Schuldenfalle gesprochen.
China gewährt nämlich große Teile seiner Hilfen in Form von Krediten und das treibt die sowieso schon finanziell schwachen Länder teilweise in Situationen, in denen sie diese Hilfen eigentlich gar nicht zurückzahlen können. 2016 erreichten die Hilfen einen Höhepunkt und in den letzten Jahren sind sie im Vergleich relativ abgeflacht und es zeichnet sich außerdem auch ab, dass China vermehrt in kleinere und gezieltere Projekte investiert und dann in erster Linie in den Ländern, zu denen es auch offizielle Beziehungen unterhält. Den USA hingegen wird im Vergleich dazu vorgeworfen, die Pazifikregion sehr stark vernachlässigt zu haben. Das hat sich aber, ich würde sagen, in den letzten Jahren dann doch deutlich geändert. Die USA versuchen nämlich wieder ihren traditionellen Einfluss auszubauen, vor allem eben gegenüber China. Das machen sie, indem sie zum Beispiel Gipfeltreffen mit den Pazifikstaaten abhalten. 2022 und 2023 zum Beispiel gab es solche Gipfeltreffen und dort wurden dann auch neue Hilfen von den USA angekündigt. 2023 eröffneten die USA außerdem zwei neue Botschaften in der Region. Also auch der diplomatische Einfluss wird wieder verstärkt. Es werden auch drei weitere Botschaften noch in Zukunft geplant. Und die USA haben mit ihrer Pacific Partnership Strategie die Zusammenarbeit mit den Inselstaaten zumindest versucht wieder zu vertiefen, hauptsächlich in den Bereichen der Konnektivität und des Klimaschutzes, aber auch im Kampf gegen die illegale Fischerei. Außerdem haben die USA sogenannte Assoziierungsvereinbarungen mit drei Staaten verlängert vergangenes Jahr. Und ja, mithilfe dieser Abkommen sorgen sie dann nicht nur für wirtschaftliche Hilfen in diesen Ländern, sondern auch für die Sicherheit der Länder. Ganz kurz noch zu Deutschland. Dazu werden wir mit Sicherheit in der Diskussion noch weiter sprechen. Deutschland ist im Vergleich zu diesen beiden Ländern jetzt ein doch eher unbedeutender Entwicklungspartner. Aber selbst das deutsche Engagement ist in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Es wurde beispielsweise eine pazifische bzw. eine Sondergesandte für die pazifischen Inselstaaten ernannt und vergangenes Jahr eröffnete Deutschland erstmals eine Botschaft in Fidschi. Außerdem, wie hier auf dem Bild einmal zu sehen, reiste die Außenministerin nach Palau und kündigte dort Unterstützung im Kampf gegen den Klimawandel an. Die Zusammenarbeit bezieht sich in erster Linie auf die Klimakrise, aber sie ergibt sich auch aus dem Wunsch, die eigene koloniale Vergangenheit gegenüber der Region aufzuarbeiten und vor allem sich im Pazifik als verantwortungsvoller Partner zu etablieren und dann im weiteren Indopazifik somit für Stabilität sorgen zu können. Dann, wenn dafür jetzt noch Zeit ist, einmal ein ganz kurzes Beispiel, ein Fallbeispiel, und zwar die Salomonen. Ich finde, anhand dieses Beispiels wird nochmal besonders deutlich, wie sich diese geopolitischen Rivalitäten konkret ausspielen im Pazifik. Die Salomonen sind ein Inselstaat etwa 2000 Kilometer nordöstlich von Australien gelegen und der zweitgrößte Empfänger von Entwicklungshilfe in der Region. Und nachdem China Millionen in die lokale Infrastruktur investierte, also etwa in den Straßenbau und die Errichtung eines Stadions, brachen die Salomonen 2019 ihre diplomatischen Beziehungen zu Taiwan ab und nahmen nur wenige Tage später die Beziehung zu China auf. Auch in Deutschland, wie man auf der Folie einmal sehen kann, sind die Salomonen in den Schlagzeilen gewesen. Denn im April 2022 schlossen sie einen Sicherheitspakt mit China. Dieser beinhaltete humanitäre Unterstützung, Katastrophenhilfe, aber auch die Unterstützung bei der Aufrechterhaltung der sozialen Ordnung im Land. Und der chinesischen Polizei ist es danach erlaubt, Sicherheitskräfte lokal auszubilden. Und China darf außerdem Schiffe in den Salomonen anlegen. Das heißt, infolge dieses Sicherheitspakts war die Sorge vor allem in den USA, aber auch Australien und Neuseeland groß, dass China diesen Pakt nutzen könnte, um selbst eine militärische Präsenz im Pazifik aufzubauen. Und in Reaktion darauf sagten dann auch die USA und Australien Millionenhilfen für das Land zu. Die USA eröffneten ihre Botschaft in den Salomonen wieder. Und ja, grundsätzlich steht das Land wieder voll im Lichte, sage ich mal. Bin gleich durch.
Genau, auf jeden Fall veranschaulicht dieses Beispiel, wie China seinen Einfluss in der Region ausweitet, unter anderem eben mit so einem Pakt und damit genau die Lücken eigentlich füllt, die westliche Staaten überhaupt erst hinterlassen haben. In der Folge sind jetzt wieder traditionelle Partner bemüht, ihre Beziehungen zu verbessern. Und für die Salomonen ist es natürlich auf den ersten Blick ganz positiv. Also die haben jetzt natürlich erstmal neue Millionenhilfen zugesagt bekommen. Es steht aber eben zu befürchten, dass diese Hilfen ja vielleicht nicht unbedingt den Menschen zugutekommen, die sie vielleicht besonders gut brauchen könnten, beziehungsweise im Kampf gegen den Klimawandel eingesetzt werden und es eben lokale Interessen, teilweise auch aufgrund der Korruptionsvorwürfe, relativ wenig Beachtung fanden. Ich würde hier einmal enden mit diesem Input. Vielleicht genau reden wir im Verlauf der Diskussion nochmal über diesen spezifischen Fall oder andere und genau, freue mich natürlich auch über die Einschätzung der beiden Kollegen hier in der Diskussion und weitere Aspekte. Damit genau beende ich erstmal hier die Präsentation und würde genau einmal zurück an Sie übergeben. Ja, vielen lieben Dank, Frau Gers, für diesen sehr umfassenden und gleichzeitig sehr kompakten Überblick. Herr Martin Schiel, Sie als US-Amerikaner haben das US-Engagement in der pazifischen Region ja ganz besonders genau verfolgt. Die USA haben sehr frühzeitig das strategische Potenzial dieser Region erkannt. Das kulminierte dann in der Theorie der Inselketten. Und General MacArthur sagte ja, diese Inselketten würden ihnen ermöglichen, die ganze Region, jeden asiatischen Hafen, die See- und Luftkraft jedes asiatischen Hafens von Singapur nach Vladivostok zu dominieren und gleichzeitig jede feindliche Bewegung im Pazifik zu verhindern. Das heißt, es gibt chinesische Militärstrategen, haben das ja auch erkannt und frühzeitig auch schon angefangen, sehr stark über die Inselketten nachzudenken und das in ihre strategischen Überlegungen einzubeziehen. Und wenn man sich das Ganze anschaut, dann fragt man sich doch, warum haben die USA überhaupt die Region so lange vernachlässigt? Also warum brauchte es dort ganz stark dieses chinesische Engagement, um sozusagen aufzuwachen und zu sehen, wow, da ist eine ganz wichtige strategische Region, die wir lange vernachlässigt haben. Ja, das ist eine große Frage. Ich glaube, also das ist seit Ende des Zweiten Weltkriegs, über diesen Zeit, über ja, 60 Jahren, haben Militärtechnologie sich geändert. Die Kapazität von die Marinen waren geändert. Also die Idee von Inselketten zu nutzen, um zum Beispiel eine riesige Menge von Ozean zu kontrollieren, von Technologiewandel war komplett geändert. Denn USA brauchten nicht mehr zum Beispiel amerikanischen Samoa als Militärbasis, weil zum Beispiel die südliche Insel in Japan waren wichtiger, sie waren näher dran. Also diese ganze Region zwischen französischer Polynesien bis zum Mikronesien waren nicht benötigt als zum Beispiel Punkt für Flugzeuge wieder getankt zu werden oder für Schiffen. Also jetzt kann ein Aircraft Carrier, ein Flugzeugschiff, ich weiß nicht, was ein Aircraft Carrier auf Deutsch ist, aber die sind mit Atomkraft unterwegs. Also sie brauchen nicht mehr zwei oder drei Inseln vorbeizustochen, um wieder zu tanken. Also die Technologiewandel von Militärseite hat viele Inseln ja, in die Geschichte gelassen. Und ich glaube, was wir jetzt sehen, ist die Änderung von ja, was ist Sicherheit? Was ist eine Sicherheitsstrategie? Und das ist auch eine Frage hier in Deutschland. Ja, also Sicherheit ist jetzt auch Rohstoff und es ist auch
Digitaler Wandel. Also ich kann später über die Kabelung von Internet zwischen den USA und Neuseeland sprechen, weil diese Kabeln liegen auf dem Ozeanboden und sie laufen direkt durch die ausschließliche Wirtschaftszone von vielen Inseln. Das ist nicht nur eine Wirtschaftsfrage von Internetwirtschaft, aber ja, dann was passiert, wenn es war ein echtes Beispiel. In 2013 gab es eine geplante Verteidigungskabel zwischen den USA und Neuseeland. Und was passiert, wenn zum Beispiel Samoa und diese Kabel läuft durch die ausschließliche Wirtschaftszone? Was passiert, wenn Samoa sagt, ja, nein, können Sie bitte diese Verteidigungskabel ein bisschen weiter von uns in internationalem Gebiet bitte legen? Das ist ein paar tausend mehr Meilen von Kabel. Also die Fragen von Sicherheit, Sicherheitsplanung, Sicherheitsstrategie haben sich viel geändert. Und ich glaube, es ist die letzten 20 Jahre, wenn neue Technologien und neue Fragen kommen, jetzt im Blick für die Politiker in den USA und auch amerikanischer Partnern wie Australien und Neuseeland. Vielen Dank. Herr Hasenkamp, Sie sagten, es wurde ja schon vorhin schon angesprochen, die Menschen vor Ort haben einen ganz eigenen Blick auf die Ereignisse, auch auf dieses neu erwachte Interesse. Einerseits verlangt ihnen das mehr Möglichkeiten, auch mehr Verhandlungsspielraum. Andererseits haben sie natürlich Angst, dort in einen großen Machtkampf, Konflikt reingezogen zu werden. Ein Abgeordneter der Salomonen sagte, wenn zwei Elefanten streiten, dann ist es das Gras, das zertrampelt wird im Hinblick auf diese Situation. Jetzt sind die Interessen natürlich sehr unterschiedlich, nochmal auch von Inselstaat zu Inselstaat sehr verschieden. Aber was ist denn Ihr Eindruck? Was haben die Menschen vor Ort für einen Blick auf diese veränderte geopolitische Situation, in der sie sich befinden? Ja, vielen Dank für die Frage. Ich glaube tatsächlich, dass die Situation zwischen den Inselstaaten, wie Sie schon gesagt haben, durchaus sehr, sehr unterschiedlich ist, auch zwischen den Subregionen und ihrer historischen Prägung. Wie Frau Gers aber auch in ihrem Input schon gesagt hat, ich glaube, für viele Menschen in der Region stehen ganz andere Bedrohungslagen, alltägliche Themen eigentlich im Vordergrund und drohen so ein bisschen durch diesen Machtkampf überlagert zu werden. Da haben wir den Klimawandel. Aber auch zum Klimawandel muss man wieder sagen, so wichtig der auch ist, der bestimmt nicht unbedingt das alltägliche Leben der Menschen. Der beeinflusst das alltägliche Leben der Menschen, aber letztlich geht es den Menschen darum, Perspektiven zu haben, eine nachhaltige Entwicklung zu haben, Jobperspektiven beispielsweise zu haben, wirtschaftliche Perspektiven zu haben, was auf vielen der Inselstaaten ohnehin sehr, sehr schwierig ist und durch den Klimawandel noch schwieriger wird und möglicherweise jetzt durch diesen Machtkonflikt noch weiter zugespitzt werden könnte. Es ist schon ganz klar, dass wir in einer Reihe von Ländern und das jetzt auch nicht erst in den letzten Jahren, in denen dieser Machtkonflikt zwischen China und den USA, der auch durchaus eine lange Geschichte hat, das ist nichts komplett Neues, aber sich doch deutlich zugespitzt hat. Aber auch wenn wir länger zurückschauen, gibt es durchaus eine ganze Reihe von Beispielen aus dem Pazifik, wo Menschen im Pazifik durchaus auch ja, aufgrund von Ängsten, die geschürt worden sind, aufgrund von Wahrnehmung, durchaus auch in rassistischer Art und Weise gegen Menschen mit chinesischem Hintergrund, teilweise auch mit Menschen mit taiwanesischem Hintergrund gehandelt haben. Also auch das ist eine etwas, was mitspielt. Und ich glaube, es ist ganz wichtig zu unterscheiden, was die Regierungen einerseits planen. Und die haben häufig ein Interesse daran, aus unterschiedlichen Gründen, entweder mit der USA oder mit China zusammenzuarbeiten. Einfach auch deshalb, weil insbesondere von chinesischer Seite, auch wenn die in den letzten Jahren auch ein bisschen klüger vielleicht geworden sind, ein bisschen langfristiger denkend geworden sind in ihrer Entwicklungszusammenarbeit, aber gerade von China aus sehr, sehr viele Projekte gefördert worden sind, die ganz konkret in einzelnen Wahlbezirken stattgefunden haben, die einzelne Politikerinnen und Politiker befördert haben. Deshalb haben die Regierungen natürlich ein Interesse an dieser Zusammenarbeit durchaus. Das ist in der Bevölkerung anders. Gleichzeitig wäre meine Einschätzung auch die, und das variiert von Land zu Land natürlich ein bisschen, dass es natürlich auch im Pazifik Menschen gibt, die sich jetzt nicht primär für Politik interessieren. Und in den wenigsten der Länder, auch das hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen geändert, die Salomonen, die Sie, Frau Gers, schon angesprochen hatten, sind da eine absolute Ausnahme.
Aber eigentlich ist nirgendwo ein top-innenpolitisches Thema der Machtkampf zwischen den USA und China gewesen. In den letzten Jahren hat sich so ein bisschen gewandelt. Auch in Tuvalu hatten wir Ende letzten Jahres Wahlen, wo das dann doch ein Thema geworden ist. Also wir sehen da eine Veränderung, aber ich glaube, für die meisten Menschen ist es nicht das wichtigste Thema auf der Agenda. Und würde ich auch gar nicht sagen, dass sie jetzt unbedingt eine große Angst vor dem haben, was da passiert. Das ist eher so ein schleichender Prozess. Und ich glaube, dass wir eher auch mit unserem globalen Blick auf die Region so ein bisschen aufpassen müssen, dass wir die Herausforderungen, vor denen die Region steht, das ist mein letzter Punkt jetzt zu der Frage, nicht verengen dürfen auf diesen Machtkonflikt. Ich beschäftige mich seit vielen, vielen Jahren mit dem Pazifik. Die Organisation, für die ich heute auch hier bin, das Pazifik-Netzwerk, versucht seit vielen, vielen Jahren in Deutschland auf die Herausforderungen der Region hinzuweisen. Und über viele, viele Jahre hinweg war diese Region in der deutschen Öffentlichkeit nahezu überhaupt kein Thema. Das hat sich durch den Klimawandel so ein bisschen geändert. Ich finde es ein Stück weit schade, dass es erst so etwas wie diesen Machtkonflikt geben muss oder diese Eskalation dieses Machtkonflikts, dass diese Länder hier wieder in den Fokus rücken. Und so richtig das auch alles ist, dass wir da eine Eskalation dieses Machtkonflikts haben, so wichtig finde ich es auch, die Region nicht darauf zu begrenzen und zu sehen, was steht denn alles dahinter an innerregionalen Dynamiken. Vielen Dank. Wie können die Länder denn dieses neu erwachte Interesse für sich nutzen? Wie schaffen sie es, ihre eigenen Interessen besser durchzusetzen? Frau Beers, was sagen Sie? Ja, ich habe ja in dem Input schon angesprochen, dass es eben, das kam eben auch bei Herrn Hasenkamp ein bisschen hervor, dass es eben häufig so eine Diskrepanz zwischen den Menschen in der Regierung gibt und dem Rest der Bevölkerung, sage ich mal. In den Pazifikinseln ist es nämlich zum Beispiel auch so, dass vor allem Frauen beispielsweise überhaupt oder eine sehr, sehr geringe politische Repräsentanz haben. Also die Parlamente im Pazifik haben, glaube ich, durchschnittlich 7% Frauenanteil. Also wenn jetzt so Zusammenarbeiten und Verträge mit China oder auch den USA oder anderen Partnern geschlossen werden, dann besteht eben die Gefahr, dass genau diese Interessen überhaupt nicht repräsentiert werden. Und ich glaube, ein Weg oder ein Lösungsansatz, wie man das so ein bisschen verändern könnte, wäre eben als zum Beispiel als Deutschland, die jetzt dort kooperieren wollen und Hilfen leisten wollen, wirklich mal zu schauen, vielleicht, also mit wem kann man denn sprechen, um diese Interessen ein bisschen deutlicher zu machen und ein bisschen in den Fokus zu richten. Also geht es jetzt in erster Linie dann nur über Parlamente oder über PolitikerInnen? Ich wollte gerade gendern, aber vielleicht dann nicht so passend an dieser Stelle. Oder muss man vielleicht mal ein bisschen andere Gruppen, also lokalere Gruppen, marginalisiertere Gruppen in den Fokus nehmen? Und ich glaube, da haben dann auch Entwicklungspartner eine Verantwortung, genau auf diese Menschen zuzugehen in Diskussionsrunden vielleicht oder in Dialogformaten. Da gibt es sicher auch schon einige Ansätze, aber das würde ich persönlich wichtig finden, um eben diese Diskrepanz quasi aufzubrechen. Die Inselstaaten versuchen ja, ihr politisches Vorgehen international besser zu koordinieren, zum Beispiel durch den Blue Pacific. Wie gut funktioniert das denn, Herr Martin? Ja, um zu koordinieren. Ich habe auf die letzte Frage auch gedacht, zu diesem Thema Koordination. Wenn zum Beispiel ein Inselland oder ein Land wie Samoa mit den USA, China was handelt, was sie jetzt machen kann, ist sagen, bitte nicht als USA, Australien, Neuseeland auseinanderarbeiten, aber bitte miteinander arbeiten. Also China ist von meinem Verständnis, ich bin kein China-Experte, aber China ist ein relativ einsamer Land. Also im Vergleich zu den USA in dieser Region, wo es gibt zum Beispiel diese Five Eyes-Vereinbarung und Neuseeland und Australien sind auch Five Eyes Partners. Es gibt eine tiefe Verbindung zwischen den USA
und Neuseeland und Australien wirtschaftlich. Also die Kapazitäten zur Entwicklungszusammenarbeit. Oder ich will nicht nur über Sicherheitsstrategie oder Sicherheit reden, weil es gibt mehrere Möglichkeiten für Kooperation. Aber ich glaube, viele Inseln oder viele von diesen Ländern können mehrere von den USA, Australien, Neuseeland, Japan ist auch ein Partner mit JICA und auch ihre entwicklungspolitische Kapazitäten. Also mehr Koordination und mehr Engagement von alle Akteuren nachfragen. Und wenn sie sagen, oder arbeiten wir mehr mit China, können sie ihre Macht und politische Kapazität nutzen, eine bessere Beziehung, eine bessere Konkurrenz mit den USA und mit die Ländern, die arbeiten mit den USA oder sind in Verbindung mit den USA durch Strategiepolitik oder Wirtschaftspolitik. Also ja, es gibt viele Möglichkeiten, mit vielen Ländern jetzt zu verhandeln und bessere Bedingungen zu bekommen mit Entwicklungshilfe oder wirtschaftlicher Kooperation. Herr Hartenkamp, die pazifischen Inseln sind sehr, sehr weit weg von Deutschland. Anders als Frankreich haben wir dort ja auch keine Überseegebiete. Warum sollte sich Deutschland trotzdem dort engagieren und welche Rolle kann und sollte es dort spielen? Genau. Da darf ich vielleicht vorher noch kurz ein paar Ergänzungen machen zu dem, was vorher gesagt worden ist. Würde ich mich sehr darüber freuen. Vielen Dank. Zum einen kurz zu dem Aspekt, den du, Charles, gerade angesprochen hast, dass eigentlich der westliche Block im Pazifik ja relativ stark in gewisser Weise ist mit Australien, Neuseeland, den USA, natürlich Frankreich. Das stimmt natürlich gleichzeitig, das vielleicht noch als Information für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich nicht so gut mit der Region auskennen, wenn man sich jetzt im Detail die Beziehungen anschaut, wird man feststellen, dass auch diese Staaten sich nicht unbedingt so ganz grün sind im Pazifik. Also gerade Frankreich und Australien, da hat es in den letzten Jahren auch große Streitigkeiten, große Vorbehalte gegeneinander gegeben. Und selbst zwischen den USA einerseits und Australien und auch Neuseeland andererseits, die ja tatsächlich auch durch Bündnisse eng miteinander verbunden sind, selbst da gibt es traditionell durchaus auch ja, verschiedene Einflusszonen im Pazifik und durchaus auch so ein bisschen so ein Gezerre zwischen den USA einerseits, die sehr viel Einfluss in der Region Mikronesien haben und den eher an traditionell an Australien und Neuseeland orientierten Inselstaaten in Polynesien und Melanesien. Also auch da gibt es durchaus Spannungen zwischen diesen westlichen Blocken. Das ist, glaube ich, tatsächlich einer der Gründe, warum China es auch vergleichsweise leicht hatte, neben der weitestgehenden Abwesenheit der USA über viele Jahre hinweg, da ja regelrecht durchzumarschieren für einige Jahre. Zur internationalen Koordination würde ich gerne noch sagen, oder auch dazu, wie die Inselstaaten vielleicht diesem externen Einflussversuchen besser gegenübertreten könnten, würde ich ganz klar sagen, durch regionale Zusammenarbeit, sowohl innerhalb der eigenen Region, aber auch regionale Zusammenarbeit auf internationaler Ebene. Und genau das hat aus meiner Sicht in den letzten Jahren gar nicht gut funktioniert. Es hat Zeiträume gegeben, wo die regionale Kooperation durchaus sehr, sehr stark gewesen ist. Durchaus auch Zeiträume, wo man sich bewusst von Australien, Neuseeland als klassischen Partnern losgelöst hat, sehr aktiv in die internationalen Beziehungen reingegangen ist, sicherlich auch angetrieben durch den Klimawandel. Auch das ist ein Grund. Es ist nicht nur der Konflikt zwischen China und den USA, dass die Pazifikregion heute sichtbarer ist. Es ist, glaube ich, schon auch, dass sie über die letzten 10, 15 Jahre auf internationaler Ebene eine viel aktivere Politik betrieben hat. Erst zum Klimawandel, dann aber auch zu anderen Themen. Aber diese regionale Zusammenarbeit, die immer noch so ein bisschen durch die Klimapolitik, wo die Staaten gemeinsame Interessen haben, zusammengehalten wird, funktioniert in vielen anderen Bereichen nicht mehr. Und das hat sowohl damit zu tun, dass wir eben einen Machtstreit zwischen den USA und China haben, der zu einer Spaltung zwischen den Staaten führt, hat aber auch ganz, ganz viel mit innerregionalen Dynamiken zu tun, auf die ich jetzt nicht im Detail eingehen kann. Dann zu der Frage zu Deutschland. Ich finde es tatsächlich sehr, sehr richtig, dass Deutschland anfängt, sich dieser Region zuzuwenden.
Finde es aber auch sehr, sehr wichtig, dass Deutschland das aus meiner Sicht nicht tun sollte, um ein weiterer Akteur in diesem Machtgezerre zu sein. Ich glaube, dass Deutschland aufgrund der historischen Beziehungen, die wir zu der Region haben, auch da kann ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber viele Menschen in der Region, auch viele, viele Staaten in der Region, nehmen es Deutschland natürlich ein Stück weit übel, dass Deutschland sich über so viele Jahrzehnte trotz der kolonialen Vergangenheit nicht in der Region eingebracht hat. Gleichzeitig haben wir, und das müsste man eigentlich viel ausführlicher diskutieren, aber anders als das in einigen afrikanischen Ländern der Fall ist, die von Deutschland kolonialisiert worden sind, in vielen Gebieten im Pazifik ein vergleichsweise positives Bild von Deutschland aus der Kolonialzeit heraus, was einfach damit zusammenhängt, dass danach teilweise in Samoa beispielsweise Neuseeland übernommen hat und eine Pandemie eingeschleppt hat und deshalb das als irgendwie ein viel, viel schlimmeres koloniales Erlebnis in Erinnerung geblieben ist. Das heißt, an sich hat Deutschland auch aufgrund der durchaus nicht schlechten Zusammenarbeit in den letzten 10 Jahren im Bereich der Klimapolitik einen ganz guten Ruf im Pazifik. Und ich glaube, diesen Ruf sollte Deutschland nutzen, um eher mit einer neutralen Blick reinzugehen und versuchen, ja, vielleicht der erste Akteur in Anführungszeichen zu werden, der wirklich die Interessen der Inselstaaten in den Fokus seiner Politik stellt, also mit den Staaten zusammen Schwerpunkte der Zusammenarbeit erarbeitet. Das sollte aus meiner Sicht auch nicht ausschließlich auf den Klimawandel fokussiert sein, weil es eben auch andere Themen in der Region gibt, die von großer Relevanz sind, sei es die Stärkung von Frauen beispielsweise, von Geschlechtergerechtigkeit, aber auch Menschenrechten darüber hinaus natürlich. Ich glaube, dass Deutschland da eine Lücke füllen kann, weil Deutschland anders als Frankreich beispielsweise, die ja selber Besitzungen in der Region haben oder koloniale Gebiete in der Region haben, nehmen wir es besser so, dass Deutschland da einfach mit einem neutraleren Blick oder mit weniger vorbelastet, sage ich mal, reingehen kann und damit eine wichtige Funktion übernehmen kann. Ich könnte dazu noch viel, viel mehr sagen, aber ich glaube, mit Blick auf die Zeit, komme ich da erstmal zum Ende und vielleicht wollen Sie, Frau Gers, ja noch ergänzen. Okay, jetzt gehen Sie doch direkt auf ein. Ja, danke schön. Ich würde dem nur noch mal anschließen, dass im Rahmen seiner Indo-Pazifik-Strategie Deutschland eben auch Sicherheit jetzt nicht mehr nur europäisch und nicht mehr nur regional denken kann, sondern die Sicherheit des indopazifischen Raums und damit auch der pazifischen Inselregion in Zusammenhang mit europäischer und globaler Sicherheit steht. Das heißt, indem Deutschland sich vor Ort auch einsetzt, in Anführungsstrichen, und dort Präsenz zeigt und Beziehungen aufbaut, sorgt es im Umkehrschluss eben auch für die Sicherheit zu Hause. Also das hat zum einen damit zu tun, dass Deutschland starke wirtschaftliche Beziehungen in die Region hat, nach Asien, Ostasien, in den Indopazifik. Und zum anderen, dass viele dieser Probleme, mit denen die Region konfrontiert ist, eben nicht nur regionspezifisch gedacht werden können. Also natürlich der Klimawandel, aber auch andere Probleme. Und ich glaube, das ja, vergisst man immer ganz leicht, wenn man irgendwie denkt, ja, was soll denn Deutschland in dieser Region anfangen? Warum? Wir haben doch hier vor Ort irgendwie genug Probleme. Das stimmt natürlich, aber die Regionen sind so miteinander verzahnt, dass ich finde, man kann ein deutsches Engagement in der Region auch damit begründen, dass im Endeffekt das, was vor Ort an Unterstützungsleistung und an Stabilisierungsleistung vollzogen wird, ja, grob gesprochen, auch wenn man das vielleicht nicht immer direkt bemerkt, aber auch die Sicherheit zu Hause, sage ich mal, erhöht. Rassenkamp, Sie haben noch Ja. Bemerkungen oder ist die von vorhin? Nee, das ist jetzt nochmal eine neu erhobene Hand gewesen. Genau, vielleicht kann ich nochmal zwei, drei Sachen dazu sagen, wie jetzt aus meiner Sicht dieser Wiedereinstieg oder die Neuentdeckung Deutschlands, irgendwie des Pazifiks und der Zusammenarbeit mit dem Pazifik verlaufen ist. Die ist aus meiner Sicht nämlich relativ unglücklich verlaufen, tatsächlich. Und ich finde es absolut richtig, dass Deutschland beginnt, den Pazifik stärker in den Blick zu nehmen. Möchte an der Stelle aber auch nochmal daran erinnern, man muss halt wirklich sagen, in den letzten Jahrzehnten war Deutschland wirklich nahezu gar nicht präsent. Natürlich gab es so ein paar Projekte von der GIZ, aber Deutschland hatte trotz der kolonialen Vergangenheit keine einzige Botschaft mehr in der Region.
war wirklich sehr, 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 sehr wenig präsent. Also das, was wir da jetzt sehen, ist aus meiner Sicht noch lange keine massive Zuwendung Deutschlands zu der Region, aber so der vorsichtige Versuch, sich dieser Region wieder zuzuwenden. Und da ist Deutschland, um ehrlich zu sein, auch im Vergleich zu anderen europäischen Staaten eher spät gewesen. Also es gibt die wichtigste Regionalorganisation ist das Pacific Islands Forum, gerade auch eine Regionalorganisation, die in den letzten Jahren vor massiven Problemen und Streitigkeiten gestanden hat. Da sind zum Beispiel Italien oder Spanien viel früher als Dialogpartner aufgenommen worden, als dass Deutschland sich darum beworben hat. Aber jetzt noch mal zu der Hinwendung Deutschlands in die Region. Viele haben ja sicherlich mitbekommen, dass der Staatsbesuch, den Annalena Baerbock in diesem Jahr geplant hatte, auch auf Fidschi sehr unglücklich gescheitert ist, weil sie dann gestrandet ist aufgrund der Probleme ihres Regierungsfliegers in Dubai. Da kann jetzt natürlich Annalena Baerbock nicht unbedingt etwas für, aber das war natürlich schon irgendwie ein bisschen frustrierendes Signal für die Zusammenarbeit mit der Region, dass dieser, man kann nicht sagen, erste Staatsbesuch einer deutschen Außenministerin in der Region, weil Annalena Baerbock 2022 ja schon auf Palau gewesen ist, aber das war tatsächlich der erste Staatsbesuch einer deutschen Außenministerin überhaupt in einem pazifischen Inselstaat. Aber dieses Signal ist reichlich nach hinten losgegangen. Und mich hat es ein bisschen überrascht, dass da im Pazifik tatsächlich sehr, sehr wenig darüber berichtet worden ist. Das heißt, ich glaube, der Besuch war auch vielleicht nicht immer optimal, nicht insofern optimal vorbereitet, als dass es im Pazifik überhaupt ein Thema gewesen ist, dass Deutschland dort Präsenz zeigt und dass die Außenministerin zu Besuch kommen wollte. Ein zentrales Motiv in der deutschen Außenpolitik ist ja das der Klima-Außenpolitik. Das bietet tatsächlich viele Anknüpfungspunkte der Zusammenarbeit mit dem Pazifik. Auch da, glaube ich, ist es aber sehr, sehr wichtig, dass das, was wir unter Klimaaußenpolitik verstehen, noch weiter konkretisiert wird. Weil derzeit ist es eine gute Idee, aber trotzdem noch ein sehr, sehr vages Konzept. Und wenn ich mir die Bilder anschaue, die im 2022 von dem Staatsbesuch von Annalena Baerbock aus Palau um die Welt gegangen sind, dann sind bei mir eher so ein bisschen die Alarmglocken losgegangen, dass das Ganze auch irgendwie einfach nur so eine Kulisse für die deutsche Klimaaußenpolitik werden könnte, dieser Staatsbesuch. Das ist sicherlich nicht die Intention gewesen, aber auch da nochmal das starke Plädoyer dafür, wirklich mit den Inselstaaten zusammen zu gucken, was sind deren Interessen und nicht einfach nur zu sagen, wir machen jetzt Klimaaußenpolitik und ein Besuch in der Pazifikregion ist da jetzt eine schöne Kulisse, um schöne Fotos zu bekommen. Will ich jetzt niemandem unterstellen, aber da müsste aus meiner Sicht noch mehr passieren, diesen Eindruck so ein bisschen entgegenzuwirken und wirklich mit den Inselstaaten zusammenzuschauen, welche Themen konkret bearbeiten wir denn jetzt. Vielen Dank. Herr Martin Schiels, Frau Gers hat das vorhin schon angesprochen. Es gibt ja eine Vielzahl von Akteuren im pazifischen Raum, Australien traditionell, Taiwan, auch das wurde bereits erwähnt. Die Volksrepublik versucht, Taiwan ja überall, was die Taiwaner diplomatische Verbündete nennen, abzuluxen, also Länder, die Taiwan überhaupt noch als Staat anerkennen. Das sind ja inzwischen nur noch sehr wenige. Und der Vatikan nach der Wahl, nach der Präsidentschafts- und Parlamentswahl im Januar hat Nauru die Seiten gewechselt. Also es gab eben gerade im pazifischen Raum waren noch einige oder sind auch noch einige der wenigen verbleibenden Verbündeten. Nauru hat die Seiten gewechselt nach der taiwanischen Präsidentschaftswahl. Tuvalu heißt das, könnte als nächstes kippen. Können Sie uns darüber noch ein bisschen etwas erzählen? Warum ist das gerade in dieser Region so wichtig? Was ist da für ein Ring? Was hat das für weitere Konsequenzen? Auch was die sicherheitspolitische Frage angeht. Ja, Sicherheit, ich glaube, Sicherheitspolitik ist Basis. Für den Inseln oder für die Inseln, ja, ich schätze, die Beziehung zwischen China und Taiwan ist für ein Land wie Nauru nicht super wichtig. Ich glaube, Nauru oder Tuvalu, Mikronesien, für sie ist es, wer schützt uns und wer unterstützt unsere wirtschaftliche Entwicklung? Wer ist da für uns? Und wenn China sagt, ja, bitte Taiwan nicht erkennen, und dann kommt Millionen von wirtschaftlicher oder wirtschaftliche Zusammenarbeit, wirtschaftliche Unterstützung. Für Nauru
das ist, was wichtig ist. Und für sie ist diese Frage zum Taiwan, das ist eine andere Ebene. Also wenn wir reden über zum Beispiel, es heißt Compacts of Free Association, das ist eine langfristige Vereinbarung zwischen den USA, es ist Tuvalu, Mikronesien, ich muss noch mal gucken, aber die Inselketten zwischen Hawaii und Philippines. Und langfristig hatten USA die Sicherheits- und wirtschaftliche Unterstützung von diesen Inseln durch diese Vereinbarung garantiert. Und in die letzte Woche hat die neue Vereinbarung, das war nicht von Parlament bewilligt in den USA. Also es ist keine große bekanntes Ding für amerikanische Politik, aber es ist wichtig. Und China, sie beobachtet, was passiert in den amerikanischen Parlament, in Congress. Und wenn so eine Vereinbarung läuft aus, sind sie sofort da. Und sie sind da mit Möglichkeiten für wirtschaftliche Kooperation, Kapazitätsausbau, für Infrastrukturausbau. Und die Frage ist, für eine Inselkette wie Mikronesien, was ist Taiwan? Das ist die Interesse von den USA und China. Also China, ich glaube, versteht sofort, sie können relativ viel gewinnen mit relativ kleinen Mitteln, klein Geld. Das ist auch die Frage in den USA. Und die Sicherheitskonversation in den USA ist auch, ja, diese COFA Agreement, das ist nicht auf die erste Seite des Washington Posts. Aber für Sicherheitsplanung, Sicherheitsstrategie sind diese kleinen Inseln sehr, sehr wichtig. Und China ist bereit, Mittel und diese Beziehungen zu nutzen für die den geopolitische Interessen. Also ja, ich habe viel über die Sicherheitsfragen, geopolitische Sicherheitsfragen geredet, aber ich würde auch sagen, in den USA steigt wieder rein mit Diplomatie. Ich habe eine Frage gesehen, warum soll Deutschland sich involvieren in diesen Wettkampf? Ich glaube, es wird kein riesiger Pazifisch-Krieg geben, aber wenn es Streit zwischen den USA und China gibt, wird Deutschland auch betroffen. Deutschland ist NATO-Mitglied und ist viel enger mit den USA verbunden. Und ich glaube, China wird nicht sagen, ja, Deutschland ist Wirtschaftspartner. Sie werden sagen, Deutschland ist NATO-Partner. Und ich sehe eine wichtige Rolle für Deutschland in dieser Region, damit es nicht nur China gegen den USA ist. Wenn Deutschland involviert ist, wenn Neuseeland involviert ist, wenn Japan involviert ist, dieser Wettkampf ist nicht so streng zwischen den USA und China. Und es gibt auch eine Rolle für Deutschland zu sagen, ja, wir arbeiten mit die Mitbewohnern oder die Bewohnern von diesen Inseln. Und die sind relativ breit verbreitet. Es gibt insgesamt 2 oder 3 Millionen Samoaner, nur 200.000 wohnen in Samoa. Die anderen wohnen in Australien, USA, Neuseeland, Europa. Also es gibt eine größere Möglichkeit für die Inseln, die Politik von anderen Partnern oder anderen Ländern zu beeinflussen durch die verbreitete Gesellschaft. Als Insel, als kleiner Staat. Also ja, diese Kooperation ist wichtig. Und ich finde, die Kooperation von einem Land wie Deutschland ist auch wichtig, damit es nur auf diesem Thema von Streit zwischen den USA und China liegt. Und die Narrative ein bisschen zu ändern.
Ich sehe gerade, wir haben relativ viele Fragen schon bis jetzt. Ich würde deswegen gleich in den Fragenblock einsteigen. Die erste Frage ist von Paul Knapstein, der fragt, ist damit zu rechnen, dass China militärische Gewalt anwenden wird zur Rückführung, Taiwans Rückführung in Anführungsstrichen? Frau Gerz, was denken Sie? Ja, eine große Frage, über die sich viele Menschen den Kopf zerbrechen, würde ich sagen. China würde natürlich präferieren, dass es eine friedliche Zusammenführung zum in Anführungsstrichen Mutterland gibt. Also grundsätzlich ist weder China noch die USA an einer militärischen Auseinandersetzung interessiert. Was ich persönlich für wahrscheinlicher halte, werden wirtschaftliche Blockaden sein. Aber ich weiß auch, dass viel über mögliche Szenarien besprochen wird und dass es auf jeden Fall nicht ausgeschlossen ist, dass es um Taiwan zu einer militärischen Auseinandersetzung kommt. Und das ist natürlich im strategischen Denken sowohl der USA als auch Chinas spielt eine ganz, ganz große Rolle. Und deswegen sind sie eben auch so interessiert an strategischen Punkten im Pazifik. Also wenn man sich die Militärbasen, die Navy-Basen einmal in der Pazifikregion anschaut, dann wird relativ schnell deutlich, dass über die Region verteilt eigentlich tatsächlich recht viele US-amerikanische Basen sind. Und deswegen ist eben China so interessiert daran, vielleicht auch militärische Standorte im Südpazifik, im Westpazifik aufzubauen, um eben diese ja, Vormacht, sage ich mal, der USA in einer möglichen Taiwan-Auseinandersetzung durchbrechen zu können und möglicherweise Schiffe, Nachschubschiffe oder militärische Schiffe aus den USA unterbrechen zu können. Also das spielt eine große Rolle. Ich würde sagen, also ich kann jetzt nicht sagen, wie wahrscheinlich eine militärische Auseinandersetzung um Taiwan ist, aber ich würde doch sagen, dass beide Seiten beziehungsweise alle Seiten damit rechnen beziehungsweise rechnen müssen und sich, ja, ich sage mal, darauf vorbereiten für dieses Worst-Case-Szenario. Aber wie groß jetzt das Interesse tatsächlich an einer militärischen Auseinandersetzung ist, das halte ich, für sehr gering von beiden Seiten. Also dazu ganz kurz noch. Also die deutsche Regierung hat natürlich keine Haltung dazu, ob es sie eine friedliche Zusammenführung oder Rückführung bevorzugt, sondern in der Ein-China-Politik ist es eigentlich, dass Deutschland sich dort raushält. Ne? Sie sagten sozusagen, das müssen die beiden Seiten für sich entscheiden. Aber also Deutschland kann sich ja auch mit dem Status quo zum Beispiel leben. Genau, also. Ja, ich gehe noch weiter zur nächsten Frage. Rudolf Horsch fragt, wie verbreitet ist der Zugang der Inselbewohner zu den sozialen Medien? Herr Martin Schiels, Sie kennen sich in diesem Thema gut aus. Ja, zu diesem Thema, ich habe meine Doktorarbeit gemacht. Also ich freue mich, diese Frage zu sehen. Und ich war als Politikberater in Samoa viel involviert mit die neue Internetkabelung von dem Land durch den Ministerium für, ja, die quasi Netzministerium und Technologieministerium in Samoa. Sie sind gut verbindet. Ich glaube jetzt bei jede große Insel, also Samoa, Fiji, Tonga, diese Dreieck bis südwestlich bis zum Neuseeland haben feste Verbindungen mit den Untersee, Kabeln. Also sie haben alle relativ schnell laufende Internet. Nauru und die kleinen Inseln ein bisschen südlich von Fiji, zwischen Fiji und französische Polynesien haben auch Satellitenverbindungen. Also die Bewohner in diesen Inseln sind gut verbindet mit was der breiteren Welt oder mit dem breiteren Welt. Und sie sind sehr aktiv. Also wenn man guckt auf Neuseeland. Es gibt eine sehr aktive südpazifische Medienpräsenz. Es gibt Regisseuren, habe ich das richtig? Regisseuren,
Die arbeiten in Neuseeland und sie machen jetzt Filme über die Erfahrung von Samoaner, von Leute aus Fiji, von Leute aus Tonga. Was ist die Erfahrung von diesen Leute und die Kultur in Neuseeland, in die Inseln, die Heimatländern? Sie sind gut verbindet, und sie sind sehr aktiv. Also ja, die sind weit weg, oder sie sind weit entfernt über den Ozean, aber ja, die Verbindungen zwischen ja, die Samoaner in Samoa und die Samoaner außer Samoa ist sehr eng, und die Digitalisierung hat diese Verbindungen gut unterstützt in die letzten Jahren. Und ich glaube, das ist auch eine Frage für den USA, für Australien, wie sie die digitale Wirtschaft unterstützt. Also ein paar Inseln, sie verkaufen ihre Internetnamen. Also TV ist Tuvalu. Also viele Websites, die sind quasi Television, also TV. Das ist von Tuvalu, und das ist ein Teil von ihrem Einkommen als Land. Also ja, ich würde sagen, die sind gut verbindet über sozialen Medien. Sie sind gerade noch stumm, Frau Köckritz. Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie mir gesagt haben. Hier eine weitere Frage von Deutsche Welle, Decoding China. China baut den vierten Flugzeugträger. Besteht eine Kriegsgefahr im Pazifik? Herr Hasenkamp. Ich weiß nicht, Frau Gers hatte sich noch gemeldet. Ach so, Ich weiß Entschuldigung, nicht, ob Frau Sie vielleicht Gers. noch Ja, zu der natürlich. vorherigen Frage was sagen wollen, dann kann ich gerne kurz was dazu Ja. sagen. Ja, danke schön. Ich wollte nur noch mal ganz kurz anschließen an den vorherigen Kommentar, dass gerade die Digitalisierung und die Telekommunikation auch wieder ein Bereich ist, in dem es definitiv geopolitische Auseinandersetzungen bzw. Wettkämpfe gibt im Pazifik. Denn insbesondere China hat vermehrt, ich glaube auch auf den Salomon, Telekommunikationsmäste ausgebaut, Masten ausgebaut und dort quasi Huawei-Netzwerke ausgebaut und steht damit auch immer wieder im Verdacht, quasi Einfluss üben zu wollen auf regionale Telekommunikation. Das wollte ich nur noch mal ganz kurz anschließen zu dem Thema. Ja, zu der Frage, ob Kriegsgefahr im Pazifik besteht. Also die Gefahr natürlich, glaube ich, schon. Ich würde mich dem, was auch vorhin schon gesagt worden ist von den Kolleginnen und Kollegen, ein Stück weit anschließen, dass ich wirklich hoffe und auch ein Stück weit glaube, dass es nicht wirklich zu einem heißen Krieg kommen wird. Aber ich glaube, andererseits leben wir auch in ziemlich ungewissen Zeiten. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe auch nicht geglaubt, dass Russland tatsächlich die Ukraine im großen Stil überfällt. Und da haben viele sich getäuscht. Das heißt, natürlich ist die Gefahr im Pazifik da. Ich muss schon sagen, als jemand, der sich lange auch mit dem Pazifik beschäftigt hat, der, wie gesagt, auch diesen China-USA-Konflikt, der ist ja eigentlich nichts Neues, schon seit Jahren irgendwie auch so ein bisschen beobachtet, hat es mich schon erschrocken zu sehen, welche Rhetorik zum Teil in den letzten ein, zwei Jahren an den Tag gelegt worden ist. Insbesondere nachdem China diplomatische Beziehungen mit den Salomonen aufgenommen hatten, dann im Gespräch war nach dem Sicherheitsabkommen, ob das möglicherweise zu der Einrichtung eines chinesischen Stützpunktes dort führen könnte, haben die USA tatsächlich ganz offen auch mit militärischen Aktionen für diesen Fall gedroht. Das heißt, die Rhetorik hat sich schon sehr, sehr stark in diese Richtung verschoben. Trotzdem würde ich mich anschließen, ich glaube, weder die USA noch China haben derzeit ein wirkliches Interesse an einer Eskalation, und was mir nochmal wichtig ist, die Inselstaaten schon überhaupt gar nicht. Und ich würde auch mal
die These aufstellen. Auch da müsste man eigentlich jetzt nochmal ausführlicher drüber reden. Aber auch Staaten wie die Salomonen, die sich jetzt relativ stark China zugewandt haben, Kiribati wäre ein weiteres Beispiel, haben natürlich kein Interesse an einer Eskalation, sondern haben eigentlich ein Interesse daran, sowohl mit der USA als auch mit China zusammenarbeiten zu können, wie wir das ja, um ehrlich zu sein, hier in Deutschland auch ein Stück weit mit einer großen Selbstverständlichkeit tun. Ja, vielen Dank. Hier ist eine Frage auf Englisch, die ich deswegen auch auf Englisch vorlesen werde von einem Stavros. Germany is commercially linked with China and the US as well. Why should we, the Germans, be involved in this conflict between China and the US? We have no borders with China and we're not present in the Pacific as well. So what is the reason we should risk our relationship with China? Frau Geers ist jetzt an der Reihe, glaube ich. Ja, genau. Also erstmal sollte es jetzt zu einem Konflikt, welcher Art auch immer, zwischen USA und China kommen, ob das jetzt ein wirtschaftlicher Konflikt ist, eine Wirtschaftsblockade oder ein heißer Konflikt, Europa und Deutschland wären in jedem Falle davon betroffen. Das heißt, allein deswegen stellt sich eigentlich die Frage gar nicht, warum sollte uns das was angehen? Also das ist ganz offensichtlich, dass wir auch hier, man merkt es ja jetzt schon an dem Ukraine-Krieg, also wir hätten hier deutlich mit den Konsequenzen zu leben und die wären noch mal um ein Vielfaches stärker als jetzt infolge des Russland-Krieges. Dementsprechend, ja, denke ich, also Deutschland hat natürlich jetzt nicht die große militärische Kapazität, im Pazifik mitzumischen, und es wird auch nicht passieren. Und auch die Fregatte Bayern, die jetzt, glaube ich, in den Kommentaren im Q&A auch angesprochen wurde, die ist in erster Linie einfach nur da, um Präsenz zu zeigen. Das heißt nicht, dass Deutschland jetzt vor Ort eine große Militärmacht aufbauen wird. Also dazu fehlen absolut die Kapazitäten. Das ist unrealistisch. Aber allein vor diesem Hintergrund ist es für Deutschland und Europa wichtig, sich die Frage zu stellen, was kann man jetzt schon tun oder was können wir tun, um eben jetzt schon Abhängigkeiten zu verringern, wie es ja auch groß diskutiert wird, Stichwort De-Risking, um eben im Falle eines solchen Konflikts möglichst wenig Auswirkungen zu spüren. Also ich finde, ja, natürlich ist es irgendwie weit weg und was geht uns dieser Konflikt an, aber er geht uns eben doch schon eine Menge an. Also allein deswegen, weil wir einfach sehr direkt davon betroffen wären. Ja, hier ist der Kommentar eines anonymen Zuschauers, der sagt, leider haben Sie das Thema China versus USA verlassen. Schade. Ich glaube, das haben wir jetzt gerade in der Frage-Antwort-Sektion nochmal sehr stark aufgegriffen. Und da schließt sich auch ein weiterer Kommentar von Stavros an, wieder auf Englisch. Thanks for the comment. But Donald Trump said he would perhaps not support us against Russia and Putin. He will think about this, although we are NATO partners. Da verstehe ich nicht ganz genau, da gibt es ein Typo. Gemeint ist wahrscheinlich, so why should the US support us against our major financial partner China? Herr Martin Schier, was denken Sie? Ich habe die Zahlen nicht direkt vor, aber ich glaube, den USA ist eine viel größere wirtschaftlicher Partner als China. Sie sind auch NATO-Mitglied bis eine Trump-Präsidentsamt. Aber bisher sind wir zusammen als NATO-Mitglieder. Und ja, ich will nichts gegen China genau sagen, aber ja, China ist Wirtschaftspartner, aber ich glaube, sie sind keine geopolitische Freund von Deutschland. Vielleicht kann Frau Gers oder Herr Hasenkamp noch weiteres dazu sagen. Wie gesagt, ich bin kein China-Experte, aber die Beziehung ist, es gibt Risiken. Also, um China über den USA zu wählen. Und wir reden über Pazifik. Aber ja, diese
diese Fragen kommen noch weiter. Also wenn eine kleine Insel wie die Salomon-Inseln entscheiden, etwas mit China zu tun und den USA reagiert, ja, dann es gibt quasi einen Domino-Effekt. Aber nur auf wirtschaftliche Gründen, ich glaube, in den USA ist eine viel größerer Partner. Und es gibt eine relativ einfache Verbindung über den Atlantik. Also es ist relativ weit weg durch den Pazifik-Ozean und in Indische Ozean, Gütern nach Deutschland mit dem Schiff zu bringen. Also ja, hoffentlich muss Deutschland nicht entscheiden oder entschieden. Können Sie gerade wieder nicht hören, Frau Köckritz? Vielen Dank, Herr Hasenkamp. Und der Kommentar geht auch direkt an Sie. Aber vielleicht will Frau Gers ja auch noch etwas dazu sagen. Die Asienstaaten wollen sich bewusst nicht zwischen China und den USA entscheiden. Wäre dies nicht auch eine Rezeptur für die Inselstaaten, zumal es laut Frau Gers in ihrem Einführungsstatement nicht von wirtschaftlichem Nachteil ist? Ja, also wie ich vorher schon gesagt habe, im Endeffekt ist es für die Pazifikstaaten von Vorteil, wenn von mehreren Seiten Angebote kommen und von mehreren Seiten Interesse zur Zusammenarbeit besteht. Denn das bringt die Inselstaaten eben in die Position, sich aussuchen zu können, was am besten passt. Und ich hatte vorhin erwähnt, dass die Entwicklungshilfen Chinas in den letzten Jahren abgeflacht sind. Das ist auch direkte Folge davon, dass eben westliche Partner wie die USA vor allem, aber auch Australien wieder vermehrt investieren und zum Teil zu besseren Bedingungen beziehungsweise näher an den Interessen der Inselstaaten. Der ASEAN-Ansatz, ich denke, der gilt schon auch für die Pazifikinseln, also die Staaten wollen sich nicht in diese geopolitischen Rivalitäten verwickeln lassen, aber schauen dann natürlich einfach, was passt zu unseren Interessen besser. Also wer hört auf unsere Interessen besser, welche Angebote passen. Und dementsprechend denke ich, ja, es ist dieser Konkurrenzkampf, solange er eben viele Angebote hervorbringt, erstmal nichts Negatives per se. Herr Hasenkamp, ich sehe gerade, wir haben noch ein ganz kleines bisschen Zeit und keine weitere Frage. Ich würde vorschlagen, jeder von Ihnen hat noch ein kleines Abschlussstatement, wo er in 2, 3 Minuten nochmal zusammenfassen kann oder sagen kann, was ihm besonders wichtig oder ihr besonders wichtig ist und was bis jetzt noch nicht erwähnt wurde. Ich würde gerne tatsächlich nochmal auf das reagieren, was Frau Gers gerade gesagt hat und auch was zu der letzten Frage sagen. Ich würde auch sagen, absolut richtig, dieser ASEAN-Ansatz ist aus meiner Sicht auch das Richtige für die pazifischen Inselstaaten. Ist aber für sie, zumindest wenn sie einzeln handeln, sehr, sehr viel schwieriger, weil die Staaten viel kleiner sind, viel schwächer in Anführungszeichen in bilateralen Beziehungen als die ASEAN-Staaten, die natürlich trotzdem vergleichsweise klein im Vergleich zu USA und China sind. Ich würde aber tatsächlich doch noch mal einen etwas kritischeren Blick auf diesen Wettstreit um die Region legen wollen, als Sie das jetzt gerade getan haben, Frau Gers. Ich glaube, dass da natürlich etwas dran ist, wenn es viel Interesse an der Region gibt, dann kann man so ein bisschen schauen, was bieten uns die USA an, was bieten uns die Salomonen an, Entschuldigung, was bietet uns China an. Das ist schon absolut richtig und trotzdem kommt da eine gewisse Gefahr mit, weil durch diese verschiedenen Angebote oder mit diesen verschiedenen Angeboten immer auch natürlich Interessen dieser größeren Staaten verbunden sind. Und selbst wenn man, wie jetzt zum Beispiel der Fall der Salomonen vielleicht zeigt, ein Scheitland zu China tendiert und jetzt investiert die USA wieder mehr, öffnet eine Botschaft wieder dort, dann pendelt man vielleicht in Zukunft wieder ein bisschen mehr in die andere Richtung, versucht das auszubalancieren, dann minimiert es aus meiner Sicht doch massiv die eigenen Gestaltungsmöglichkeiten. Ich habe eigentlich einen Hintergrund eher mit Fokus auf internationale Politik und die Vereinten Nationen. Und da würde ich schon sagen, wenn ich mir die letzten 15 Jahre anschaue, hat man klar gesehen, dann, wenn die Region zum einen geeint aufgetreten ist und eben diese Machtkonflikte nicht so extrem gewesen sind,
dann war die Region viel stärker in der Lage oder auch waren die Staaten viel stärker in der Lage, auch einzelne Themen, einzelne Aspekte im Bereich der nachhaltigen Entwicklung des Ozeanschutzes auf internationaler Ebene zu setzen und dort als ein geeinter Block aufzutreten. Wenn wir jetzt sehen, die einen, die pendeln irgendwie in Richtung China, die anderen in Richtung USA, dann führt das zu massiven regionalen Spaltungen. Es führt dazu, dass die Subregionen, es ist nicht nur dieser Machtkampf, da kommen auch andere Gründe noch dazu, aber sich verstreiten. Also unterm Strich, glaube ich, ist da trotzdem eine große Gefahr mit verbunden, dass dieses Auswählen können einerseits, aber auch diese damit verbundenen Erwartungen in Anführungszeichen der Geberländer letztlich eher zu einer Schwächung der Staaten, der gemeinsamen Zusammenarbeit und der Gestaltungsspielräume auch auf internationaler Ebene, aber natürlich auf regionaler Ebene der Pazifikstaaten führen. Herr Martin Schild, was liegt Ihnen auf dem Herzen? Ja, von der amerikanischen Perspektive, ich muss sagen, ich freue mich zu sehen, dass den USA wieder aktiv in die Südpazifik ist. Ich war viele Jahre vorher, in 2005, ein Peace Corps Volunteer, das ist unser freiwilliger Dienst in den USA. Ich war in Samoa, und ich habe bemerkt, wie viele Möglichkeiten es gibt, gute, tiefe Verbindungen zwischen Ländern, ja, wie viele Möglichkeiten es gibt, diese Verbindungen zu unterstützen durch Peace Corps, dieser freiwillige Dienst, durch Entwicklungspolitik. Ich glaube, China ist kein Feind. Sie haben auch Interesse. Samoa und andere Länder haben viel von China bekommen. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass den USA wieder rein. Ja, ich habe mich gefreut, viele Jahre vorher, wenn Leute in Samoa hat gesagt, ja, vor 15 Jahren, ich habe einen Peace Corps Volunteer kennengelernt. Und das ist für mich eine Verbindung zu den USA und eine Verbindung zu den breiteren Welt. Und ich glaube, es ist schön und es ist auch eine gute Möglichkeit zu sehen, dass den USA wieder da ist, auf die diplomatische Seite, Entwicklungspolitik-Seite. Peace Corps ist wieder in diesen Inselländern. Und es kann auch gut gehen, ein bisschen Wettbewerb zu haben. Also kein Krieg, aber wenn den USA denkt, ja, es gibt diese Länder, die sind wichtig, die sind auch Leute, und unsere Platz da ist auch wichtig. Dann ich hoffe, das läuft noch weiter. Herr Hasenkamp, Sie wollten noch Ja, etwas hinzufügen? Entschuldigung, ich hatte ja gerade eigentlich schon mein Abschlussstatement, aber ich muss jetzt doch auch gerne oder würde gerne noch mal auf was reagieren, was Herr Martin Schiels gerade gesagt hat, weil jetzt gerade noch mal gesagt worden ist, es hat schon was Positives, wenn da ein Wettbewerb stattfindet. Das würde ich so unterschreiben, wenn es in diesem Wettbewerb darum geht, was die Interessen der Staaten sind. Aber so wie es sich mir momentan darstellt, erleben wir eher die Situation, dass es da einen Wettbewerb gibt, bei dem aber nur die Interessen oder fast ausschließlich die Interessen Chinas und der USA im Vordergrund stehen und diese Staaten gucken, wie können wir diese Interessen am besten umsetzen. Und das kann im Zweifel mal sein, dass dann ein Krankenhaus gebaut wird, irgendwie in einem Land, was natürlich schön ist. Aber ich glaube, damit dieser Wettbewerb was Positives auch für die Menschen im Pazifik und die pazifischen Inselstaaten hat, müsste der Fokus viel mehr darauf hingehen, und das sehe ich so derzeit nicht, dass wirklich gefragt wird, was brauchen die Menschen in der Region und nicht nur, was braucht vielleicht die entsprechende Regierung, was braucht der entsprechende Politiker, die entsprechende Politikerin, haben wir ja gehört, gibt es nicht so viel im Pazifik, aber trotzdem gegendert, damit sie uns irgendwie anerkennen und unsere Interessen hier irgendwie vorantreiben. Also das finde ich nochmal ganz wichtig, wenn wir über Wettbewerb sprechen. Wettbewerb ist nicht per se schlecht, das ist klar. Aber so wie er sich momentan gestaltet, habe ich doch das Gefühl, dass die Menschen im Pazifik eher nicht davon profitieren. Ja, es gibt Hilde Hein von den Marshallinseln. Frau Ja. Gers. Ja, ich würde mich einfach mal meinen beiden Vorrednern anschließen und sagen, dass ich mich erstens total freue, dass die Region vor allem auch in dieser Form heute Abend Aufmerksamkeit bekommt, und ich hoffe, dass sich das weiter verstetigt.
ja, es ist eine Region, die irgendwie weit weg ist und vielleicht jetzt nicht unbedingt im Fokus hier in Deutschland und in Europa steht. Aber umso wichtiger, wie Sie das auch gerade noch mal genannt haben, Herr Hasenkamp, ist es eben, dass wir die Region besser verstehen, dass wir eben auch die Interessen vor Ort in den Blick nehmen, dass wir dem vielleicht auch hier ein bisschen Raum geben und eben auch das pazifische Wissen, also das indigene Wissen, hier verstärkt in den Fokus rücken, damit eben, ne, die Expertise zu dieser Region wächst und wir infolgedessen auch schauen können, wie können denn Konflikte oder Konfliktrisiken, sei es jetzt der Klimawandel oder die geopolitische Rivalität, reduziert werden und was kann eben auch Deutschland oder was können wir hier vor Ort tun, um das zu leisten. Und dementsprechend, ja, will ich mich nochmal bedanken hier für das interessante Thema. Natürlich ist es jetzt schwierig gewesen, irgendwie alles unter einen Hut zu bringen. Also sowohl die geopolitischen Spannungen als auch das Thema Entwicklungshilfe. Das ist natürlich jetzt in etwas über einer Stunde ziemlich schwer zu leisten. Und man hat ja jetzt auch gesehen, die Fragen gingen in sehr verschiedene Richtungen. Also ich glaube, das ist ja ein ja, ganz gutes Zeichen, dass hier auf jeden Fall noch Raum besteht für weitere Diskussionen. Ja, ich kann mich da nur anschließen. Ich fand es ein wahnsinnig spannendes Panel. Es hat sehr große Lust auf mehr gemacht. Ich hoffe, wir werden noch sehr viele weitere solche Panels erleben. Ich hoffe, das war der Auftakt für vieles, was kommt. Vielen, vielen lieben Dank an alle Panelisten, an die Naumann-Stiftung und natürlich auch an alle Zuschauer. Einen schönen Abend Ihnen. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.